Immer so ein Stress gemacht wird. Manchmal ist sogar der gute Alarm ein bisschen nervig. Da wollte ich doch eigentlich hier nur durchschauen. Was wollte ich gerade sagen? So ja, mit dem Pfeil folgen. Man hat manchmal aus anderen Spielen einfach direkt schon die Meinung, das wird mich eh nicht richtig führen. Das ist mal wieder böser Houdini. Hat er das auch schon fast vermutet, dass er nochmal kommen wird? Weil in der Regel portet er sich so schnell weg, dass unsere Selbstschussanlage den gar nicht erwischen wird. Deswegen war da auch so viel hin und her eben. Das kann ich immer noch nicht aufheben. So, wir gehen jetzt wieder, glaube ich, ins Labor von der Jamie, um da die Befeuchtungsanlage zu nutzen. Ich meine mich noch zu erinnern, irgendwo auf dem Weg war noch eine Kamera, die wir nicht deaktiviert hatten. Ich sollte zumindest immer so ein bisschen auf rote Lichter achten. Das ist ein guter Alarm. Nicht aufregen, aber nachladen wäre eine Idee. Hier liegt nichts rum. Warum ist das der Pfeil jetzt weg? Ah, weil ich glaube ich fast da bin, ne? Das ist sogar das Ziel erreicht. Ja. Ganz ohne Ladebildschirme geht es dann wohl doch nicht. Eigentlich auch in neuen Spielen nicht. Also zum Beispiel Rise of the Tomb Raider spiele ich aktuell. Da wird das dann halt immer durch irgendwelche lustigen Zwischensequenzen einfach verdeckt. Man bekommt es gar nicht so mit oder sie setzt sich am Lagerfeuer hin. Was einfach nur ein geschicktes Kaschieren ist. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Wo bin ich da reingelaufen? Irgendwo ein Bot-Ausschalter. Scheint nicht. Weiß wieder nicht, wodurch ich... Oder ist das vielleicht ein gescriptetes jetzt? Schießt du noch auf mich oder fliegst du weg? Also ich hatte nicht das Gefühl, in eine Kamera geflogen zu sein. Was? Ich habe dich nicht gehackt. Ja, was soll ich sagen? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in eine Kamera gelaufen bin. Vielleicht hat der Wine das gemacht. Da kam ja gerade noch eine Durchsage, dass ich mich nicht wehren soll. Da war nirgends eine Kamera. Das war einfach so. Sollte so sein. Hier brauche ich aktuell nicht wirklich was. Bei den Kisten weiß ich manchmal auch nicht. Da kommt es mir so vor. Schade. Als würden die sich bei jedem Mal langgehen wieder auffüllen. Was allerdings dazu passen würde, dass auch die Gegner bei jedem Mal wieder kommen, wieder neu sind. Damit man auch natürlich die nötige Munition bekommt. Hat auch irgendwas geblinkt.
unten drunter. Huch. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Hoffe, es hat nicht wehgetan. Rote Kamera. Hab doch gerade einen Kameraschein gesehen. Oder ist schon weiß geworden, weil er mich fast gesehen hätte? Na, dreh dich weg. Drehst du dich weg? Wo bist du? Ach, da hinten. Hatte ich nicht diese eine verbesserte Security, dass ich kurzzeitig drin sein darf? Ah, verdammt, ich muss da hinten lang. Aber das mache ich jetzt mal kurz. Ach, da ist noch meine freundliche Selbstschussanlage von früher. Da hinten wäre auch Bot aus, brauche ich allerdings gerade nicht. Danke für die Chips. Gehen wir einfach zusammen ins Kino und haben Spaß. Meine Kamera. Aber doch teilweise etwas längere Wege. Ja, hier sind wir wieder im Labor. Da ist nichts drin. Lief der Daddy hier schon vor rum? Huhu. Aber er findet auch keine Little Sister. Echt lange Wege. Da werde ich das immer mehr. Ich verlasse mich jetzt ein bisschen auf die Pfeile, wenn ich das jedes Mal selber auf den Karten mehr zurechtklammüsern müsste. Geht natürlich, haben wir alles schon gemacht. Aber muss ja nicht sein, ne? Irgendwo lacht es schon wieder. Luftbefeuchter. Da können wir das einfüllen. Ist hier noch irgendwas dazugekommen seitdem? Und Magnet bereits voll. Den hatte ich schon durchsucht, ne? Naja, Portemonnaie voll. Na gut. Habe ich hier noch andere Muni notfalls, MG-Patronen, Antipersonen. Also notfalls kann ich durch zweimal drücken. Ja, okay, zweimal drücken, um auf die normalen umzugehen. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Wieso, ist doch drin. Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gerecht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das hier. Ryan hat Lunte gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läufst du zum Laboreingang zurück und dein Sieger ziehen. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die diesen Bleister vom Leib zu halten. Wird er da gerade aufgeschweißt? Ja, scheint so. Ich glaube, ich bleib mal hier, weil hier habe ich eine Selbstschussanlage und eine Kamera, ne? Obwohl die schon ein bisschen vor sich hin raucht. Also da hinten die Tür ist einfach aufgeschweißt worden. Was mache ich jetzt? Auf was wartest du, mein Junge? Ryan's Füßen sind unterwegs. Versiegle den Eingang zum Labor. Raus aus meinem Scheißbüro! Ich werde nach Zeit.
abgeschickt. Ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Ja, danke. Hiermit erreicht. Die kommen hier auch durch. Ich laufe mal wieder zu meinem Zeug zurück. Darf ich das? Zu meinen Freunden. Was, glaube ich... Ja, hier ist auch eine Selbstschussanlage. Bleiben wir doch mal hier. Ich glaube, ich warte jetzt auf Gegner. Einfach. Du bist kein Gegner. Du bist mein Daddy. Ich hoffe nur, du weißt das auch. Oh, oh. Ach, da. Habe ich noch Hypnotized Big Daddy? Beschütz mich. Beschütz mich alle. Ich finde das witzig. Das finde ich nicht. Danke, Daddy. Ja, das frage ich mich gerade auch. Dauert wohl noch ein bisschen, wie gerade oben rechts eingeblendet war. Aber zumindest sieht man daran auch, dass es vorwärts geht. Das ist schon mal gut. Wie lange glaubt er eigentlich, dass ich seine Sister bin? Anscheinend schon ein bisschen. Oh oh. Ich glaube, jetzt ist der Daddy sauer auf mich. Das ist jetzt doof. Das wollte ich nicht. Vor allem hast du ja keine Sister dabei. Echt? Ich wollte das nicht. Irgendwo hin? Ja, der Daddy ist auch noch sauer. Sorry, das wollte ich nicht. Das ist jetzt doof. Da hatte ich jetzt nicht mehr drauf geachtet. Wo ist jetzt der Fortschritt? Was muss ich machen? Muss ich dann nochmal ganz von vorne anfangen? Irgendwo hier ist noch ein Houdini. Ich glaube, wir sind nicht wieder ganz am Anfang.
Da habe ich echt mal nicht auf die Gesundheit geachtet. Okay, das wir sind weiter. Gut gemacht, Kumpel. Atme tief durch und genieße es. Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Taukugel klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Rache. Ach, was schön. Hier grünt es alles wieder. Sollte auf dem Weg auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geld ausgeben. Da scheinen wir wieder nah an der Grenze zu sein. Aber mit dem Big Daddy tut mir leid. Der hat mich eine Zeit lang gut beschützt. Und auf einmal mochte er mich nicht mehr. Das war dann... Das hier ist schade, dass ich das Zeug hier nicht mitnehmen kann. Guck mal hier. Haben wir hier irgendwas? Hatten wir den schon gehackt? Hatten wir anscheinend... nicht. Aber das ist mir gerade ein bisschen sehr schwer. Das ist echt ein bisschen teuer, aber es ist mir echt zu teuer. Oh, zu gefährlich, den zu hacken, obwohl... Hätte er vielleicht einen Autohacker-Einsatz setzen können. Ja, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Vielleicht beim nächsten Vorort dran denken. Guck mal, hier sind noch ganz viele Kassetten. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Das ist echt jede Menge. Bin ich wieder reich. Aber so richtig reich. Das ist ja der Hammer hier, was hier alles rumlag. Entschuldigung. So, wenn wir so viel Geld hier haben, ne? Willkommen im Zirkus der Werte. Ich hätte mich geärgert, wenn ich hier nicht mehr reingeschaut hätte. Hinten blinkt noch irgendwas? Sehr schön. Jetzt fühle ich mich insgesamt wieder besser gerüstet. Jetzt können wir auch zur Tauchkugel gehen. Da waren wir ganz am Anfang schon mal reingeschaut. Der Portemonnaie ist schon wieder voll. Naja, es wird auch neue Verkaufsautomaten geben. Ein bisschen haben wir es benutzt. Hier, Metrostation. Hervorragend. Da kamen wir am Anfang, war das, glaube ich, versiegelt wegen dem Sauerstoffproblemchen. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. So, wo geht's denn hin? 3.45 Uhr, 5 Uhr, 6.25 Uhr, okay, da fahren die immer ab. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen, eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf.
Spannende Geschichten. Ich bin ganz enttäuscht. Da drüben lag ein Geschenk und da war absolut nichts drin. Dann bin ich beleidigt und fahre jetzt einfach ab. So, wir wollen, glaube ich, nach Fort Frolic, weil wir da noch nicht waren. Frolic, warum denke ich gerade an Kellogg's Frosties? War das nicht irgendwas mit Frolic? Ne, lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihnen, dass du es kannst. Und so weiter und so fort. Dunkel. Danke. Licht. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist da vorn. Da war ich doch gerade schon drin. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohen gegeben. Cohen ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohen, er ist wirklich ein totaler Psychopath. Alles durcheinander. Hier redet, der wird immer leiser und kommt gleichzeitig Musik. Da wird immer gesagt, ich soll nach Fort Frolic, wo ich schon war. Wahrsager. Schätzchen, vielleicht solltest du jemand anderes um Rat fragen. Sehr hilfreich. Spielautomaten, nee, Geld ausgeben will ich gerade nicht. Da werde ich wiederbelebt, wenn es nötig ist. Haben wir noch irgendwas Wichtiges oder Lustiges, was wir herstellen könnten? Hacke habe ich eigentlich genug. Ich weiß halt nicht, ob ich das Zeug noch später für irgendwas Spannendes brauche. Zum Beispiel hier die Schläuche, die wären dann hier auch weg. Und Autohacker sind mir aktuell wichtiger, weil die kann man niemals kaufen beim Verkaufsautomaten. Deswegen lasse ich mir, glaube ich, lieber ein bisschen Zeug noch über.